und herzlich willkommen zum 30 Abonnenten-Special. Ich habe gedacht, du fliegst hier hin. Nee, ich bin dynamisch. So, wir müssen, nee, wir müssen nicht, wir wollen uns schon wieder bedanken, dass wir unser nächstes Special drehen dürfen. Wir haben jetzt so 30. Also das heißt, 10 mehr in nicht mal einer Woche. Also wir wissen ja nicht, wie wir es verdient haben, aber wir danken euch voll fett. Nun mussten wir uns natürlich auf die Schnelle wieder was überlegen. Kommen ja schon ja nicht mehr hinterher. Diesmal geht es darum, wir spielen Wer bin ich? Kennt jeder? Jeder von uns hat gleich einen schönen doofen Zetti am Kopf, ne? Und dann dürfen wir raten, wer wir so sind. Und mal sehen, wer Gewinner ist und das als erstes rauskriegt. So, ihr Lieben, dann geht's los. Bis gleich. Und jetzt Max. Ich weiß aber nicht, ob es richtig geschrieben ist. Der Jüngste fängt dann mal an, war wieder? Genau. Also geht so, ne? Solange bis Bia richtig redet, darf er weitermachen. Und wenn eine Nein-Antwort kommt oder das ist falsch oder so, dann bin ich ja dran, weil Uhrzeiger sind. Wa? Jutti. Na dann. Okay, ist meine Figur menschlich? Ja. Ja. Spielt meine Figur in einem Film mit? Ja. Ja. Ist meine Figur eine Hauptfigur? Ja. Ja. Hat meine Figur eine Brille? Nee. Nee. Vielleicht kennt ihr den Film ja auch. Bin ich eine fiktive... Achso, ist ja falsch, aber dann A. Bin ich eine fiktive Figur? Ja. Bin ich weiblich? Nein. Die sind voll schlecht. So, na dann machen wir. So. Bin ich Schauspieler? Nein. Nein. So. Nenn. Oh! Mann. Habt ihr gemerkt vielleicht, wenn ich das gut zurück... Oh, ist denn das für ein Kack? Hol dir gleich eine Nadel. So viel bewegen. Ist meine Figur oder ist mein Mensch relativ jung in dem Film oder älter? Du musst die Frage komplett genau stellen. Okay, also, jung. Ist er jung oder alt? Jung! Nee, nicht jung oder alt, er muss direkt fragen. Achso, okay. Kann nur eine Sache fragen. Ist der Mensch in dem Film alt? Nein. Nein. Durchgefallen. So. Sag der Richtige, der gleich bei der ersten also Frage. Also ich bin männlich. Ja. Ja, okay. Ich stamme aus einem Film. Ja. Ich bin ein nettes männliches Objekt. Nein. Nein. Ich. Falls ihr das nochmal sehen wollt, das kann ich bis richtig halten. Ja, jetzt mach. Mann! Du bleibst sitzen. Weil später werde ich schlagen. Ja. Bin ich eine fiktive Figur? Ja. Aha. Ich bin männlich. Ja. Ja. Ich bin ein Mensch. Nein. Nein. Okay. Gut. Also, meine Figur ist jung. Ja. Hat meine Figur lange Haare? Mittelmäßig, sagen wir mal so, um auf die Schwab oder irgendwas haben, aber mittelmäßig. Okay. Spielt meine Figur in einer ausgedachten Welt? Nein. Also ich bin also eine böse männliche Figur. Ja. Bin ich eine sehr böse männliche Figur? Ja. Ja. Werde ich zum Schluss vernichtet? Vielleicht ja. Ja.
Habe ich eine Schlange als Begleiter? Ja. Das macht ja keinen Spaß, das Spiel. Lord Voldemort! Gewinner! Ja. Wir können ja auch abbrechen. Ich bin Gewinner. Abbrechen. Ich bin Lord Voldemort. Warum bin ich ein Lord Voldemort? Weil Lord Voldemort geil ist. Zumindest ist es richtig geschrieben. Ja. So. Cool. So, ich bin dran. Ja. Ich war kein Mensch, sondern ich bin Tier. Nein. Okay. Ich bin Baum, oder was? Baum. Also, meine Figur ist in der realen Welt. Hat es irgendwas mit Fabelwesen zu tun? Nein. Nee. Bin ich eine fiktive Figur? Ja. Ja, bin ich denn klein? Ja. 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 Mit roten Haaren? Nein. Oh, bin ich Pumuckl? Fünf Stunden später? Genau. Eine Ewigkeit später. Ist meine Figur ein Schauspieler im Film? Also er ist kein Schauspieler im Film, aber er ist ein Mensch, der Schauspieler und dementsprechend eine Figur im Film ist. Also wenn er im Film mitspielt, dann ist er Schauspieler. Genau. Also die Filmfigur oder der Schauspieler? Wir suchen die Filmfigur. Okay. So, mehr kriegst du aber auch nicht wahr. Oh, hier soll ich nur fangen. Oh, du bist. Ich bin nicht klein, dann bin ich rot. Doch, mittelsinnig. Also, schon kleiner. Ja, ich bin kleiner. Ich bin ein Hobbit. Nein. Oh. So. Ich rate wieder. Scheiße. Fährt meine Figur auf einem Schiff? 3 Uhr 28 nachts. Bin ich Captain Jack Sparrow? Nein. Es ist ein älterer Film. Kommt drauf an, was du mit alt meinst. Ist er älter als 2-3 Jahre alt? Nee. Ist nicht nur ein Film. Serie. Auch. Ja, auch. Es gibt sowohl als auch. Ja. So, damit bist du raus. Ja. Wir haben dir ja nun geholfen. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Sind jetzt Bier. Verdammt einfach. Tja, hast du dir ausgedacht? Ja, wer böse ist der nächste. Ist meine Figur relativ klein? Nein. Also ist meine Figur groß? Nein. Relativ klein ist sie nicht. Nee, kann Hobbit das erklären. Bin ich jung? Kann man nicht sagen. Darf ich weitermachen? Ja. Ist ein Abenteuerfilm? Nein. Okay. Das macht dir Spaß. Ich bin groß. Bin ich Gandalf? Nein. Groß bist du auch nicht. Fühl irgendwas mit mir. Wie bitte, was? Also, meinst du das? Ja, der Hobbit hat zum Beispiel einen Ring oder einen Rucksack oder so. Hat irgendwas bei mir, bin ich? Nein. Kann meine Figur zaubern? Nein. Habe ich eine Menschenhaut? Also bin ich. Oder habe ich eine. Nein. Spiel ich in einem Actionfilm? Nein. Na, das geht ja hier zügig voran. Vor allem ist nicht so, dass wir Bedet nicht schon ewig geguckt haben. Ne? Bin ich ihn aus Tribute von Panik? Nein. Ach, nee. Okay. Ah! Nee, noch nicht. Nee, weiß ich nicht. Oh, stehen hier, ey. Wow, passiert. Mein Zettel! Schade, jetzt kommst du bitte hoch. Meine. Ah! Es ist der Zettel zu wissen, wa? Ich guck nicht. Oh! Na toll! Ah, wir wissen ja. Was Max ist. Okay. Ich gebe dir mal einen Tipp. Du spielst in einem deutschen Kinderfilm mit. Kinder- und Jugendfilm. Ja. Und du spielst in einem
animierten oder Trickfilm, würde ich den fast nennen, Film mit, wo die Serie schon ewig lange läuft. Mit passend zu deinem Oberteil. Okay, ich bin ja dran. Hat meine Figur oder hat mein Typ einen Freund an seiner Seite? Ja. Ja. Sind es zwei Freunde? Ja. Also noch zwei Freunde dazu? Also nein. Nein. Okay. Arschkarte, ey. Mann, bist du schlecht. Was gelb ist? Was ist denn gelb? Sieht doch nicht, was gelb ist. Ich hab gar nichts. Wir kennen den M&M an der Kasse, ja. Ja, wisst ihr. Ey, Cups. M&M an der Kasse. Nein. Ich bin. Ihr habt gesagt, bin ich. Ich bin. Ich geb mal noch die weißen Tipp. Okay. Dir fallen Murmeln aus dem Kopf und okay. Du spielst in der Unterwasserwelt. Wer hat jetzt schneller sagt, ich weiß der hat den Bonnie. Rico! Ja. Wie Rico? Nee. Ja. Nee. Doch. Falsch. So, Max kriegt jetzt den Tipp. Du spielst in der Unterwasserwelt. In der Unterwasserwelt. Du hast da Nachbarn. Und bin gelb oder was? Und bist gelb. Ich bin gelb. Unter Wasser. Ja. Wer ist denn unter Wasser? Du bist doch nicht der Hellste. Was heißt denn, ich bin der Held? Ein M&M kann nicht unter Wasser sein. Nee, da lebt aber noch ein Kumpel davon und der ist auch gelb. Und ja, und der hat einen noch dümmeren Freund. Einen rosanen. Eine Rose. Ah! Den Stern! Ja. Und du bist? Nein, ich hab Löcher. Ja? Ja? Nee, aber Schwamm bin ich. Ja. Und wie heißt er? Na, wisst ihr doch. Na, sag mal. Nee. Max sagte ganz toll. Ja. Ihr wisst doch, wen ich meine. Sag, den ja. Schwamm unter Wasser. Ja, und wie heißt der? Wie heißt der? SpongeBob Schwammkopf. Ja, das war links, ja. 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 SpongeBob. Das darfst du dann nicht mehr haben. Siehst du, da sind sie, die Schnipsel. SpongeBob. Ja, genau. Wir wissen Bescheid. Genau. So, meine Jungs sind ja eher die Nieten. Verlierer. So. Wir danken euch recht herzlich, hoffen darauf, dass wir das nächste Special irgendwie machen können. Genau. Demnächst, vielleicht ja Ende der Woche. Genau. Wenn euch das Ganze gefallen hat, einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare und ein Abonnent wäre schön. Dazu wäre Onos schön. Ja. Ja. Juti, dann sagen wir, bis morgen sind wir ja wieder da. Also bis Mittwoch. Ciao. Ciao.